Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit etwas Theorie und zwar der sehr, sehr spannenden Problematik. Der Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Unglaublich viele Leute fragen mich das immer mal wieder. Was soll ich tun, wenn die Polizei mich anhalten? Was muss ich sagen? Muss ich einen Urintest abgeben? Muss ich einen Finger-Finger-Test abgeben? Was muss ich eigentlich tun? Was darf ich tun? Was sollte ich tun? Was rät der Strafverteidiger ein? Für mich eine Situation natürlich Alltag. Also nicht, dass ich angehalten werde, aber dass ich Leute dazu berate und dahingehend sage, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Jedoch für die Betroffenen in der Situation, die ihre Rechte vielleicht nicht unbedingt kennen, ist das natürlich eine ganz besondere Situation, in der man leicht nervös wird, sich vielleicht leicht verhaspelt und dann vielleicht auch was Falsches sagt und sich, auch wenn man nichts zu verbergen hat, sich irgendwie als Beschuldigten dastehen lässt oder auch was auch immer. Mein Wunsch ist es, mit diesem Video so ein bisschen Aufklärung, so eine kleine Übersicht darüber zu geben, wie verhalte ich mich bei einer Verkehrskontrolle, was muss ich zulassen, wo darf ich widersprechen und was oder wo muss ich vielleicht sogar einwilligen. Wir bilden den ganz typischen Fall, die Polizeibeamten winken einen raus, ob es mit der Kelle ist oder ob die Polizeibeamten vor einem gefahren ist und dann das Schild kommt, bitte folgen. Auf jeden Fall steht man dann dort, die Polizeibeamten treten ans Auto heran. Die Polizeibeamten verhalten sich dann unterschiedlich, häufig kommt dann der Satz, na, was haben wir denn falsch gemacht? Wenn der Satz kommt, dann ist man eigentlich rein prozessual gesehen aus Sicht der Ermittlungsbehörden, also aus Sicht der Polizei, schon Beschuldigter. Die denken zumindest, man hat was falsch gemacht, sonst würden sie es ja nicht so fragen. Man könnte dann ganz schnippisch antworten und sagen, wenn Sie mich das so fragen, dann bin ich wahrscheinlich schon Beschuldigter in einem Strafverfahren, dann müssen Sie mir jetzt sagen, was ich falsch gemacht habe und ich entscheide dann, ob ich dazu was sagen möchte oder nicht. Man kann jedoch auch sagen, ich bin mir nicht sicher, können Sie mir sagen, was Sie meinen? Und dann muss der Polizei dann natürlich sagen, ja, wir haben Handy gesehen, sind Schlangenlinien gefahren, wir müssen Drogentest machen oder sind zu schnell gefahren. Alles das sind natürlich Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass man bereits Beschuldigter ist. Das heißt, dass die Polizeibeamten denken, man hätte wirklich etwas falsch gemacht. Und rein prozessual gesehen hat man dann das Recht zu schweigen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, die Selbstbelastungsfreiheit ist einer der Grundpfeiler unserer Strafprozessordnung, eines der größten Strafrechtsmaximen, um das vielleicht so ein bisschen juristischer auszudrücken, würde ich mal fast sagen. Niemand muss sich selber einer Straftat oder auch einer Ordnungswidrigkeit belasten. Das muss man nicht, deswegen darf man schweigen. Man kann dann einfach ruhig sein und nicht sagen und dann sich anhören, was die Polizeibeamten vielleicht von einem wollen. Jetzt sagen die Polizeibeamten, dann gehen die Polizeibeamten ins Auto heran und sagen, ja, wir riechen ja Alkohol. Haben Sie Alkohol getrunken? Dann sagt man nein und dann sagen die Polizeibeamten, ja, dann machen wir jetzt erstmal Atem-Alkohol-Test, dann müssen wir jetzt einmal pusten. Man muss nicht pusten. Das nur einmal kurz vorab. Man muss diesen freiwilligen Atem-Alkohol-Test, so ist er ja, so muss er ja von den Polizeibeamten auch eigentlich deklariert werden, nämlich wollen Sie einen freiwilligen Atem-Alkohol-Test machen oder nicht? Man muss das nicht, also freiwillig. Man kann auch sagen nein. Wenn man was zu verbergen hat, ich rate natürlich niemanden, Straftaten zu verdecken, aber wenn man was zu verbergen hat, ist es vielleicht sinnvoller, sich jeglichen Test zu verweigern und auch sagen, nee, pusten möchte ich jetzt nicht. Wenn man sich absolut sicher ist, dass man nichts getrunken hat, auch nicht kurz vorher, meinetwegen ein ganz, ganz minimales, winziges Pinneken irgendwie aus Höflichkeit nach dem Essen getrunken zu haben, wenn man sich ganz sicher ist, dass man kein Alkohol nachweisbar im Blut hat oder im Atem hat, dann kann man den Test ruhig machen. Aber selbst dann, wenn man von einer Party gekommen ist, wenn man ein Glas Wein getrunken hat, man weiß natürlich nie und gerade, ich bin auch kein Sachverständiger, ich bin auch kein Arzt, ich kann nicht sagen, wann wie viel Atemalkohol noch nachweisbar ist. Aber man sollte, wenn man Alkohol getrunken hat, sagen, nee, den freiwilligen Test, den mache ich jetzt nicht. Führt natürlich dazu, dass die Polizeibeamten dann Folgendes machen und zwar und dann sagen die, ja, dann müssen sie mit auf die Wache kommen, dann müssen wir ihm Blut abnehmen. Da kann man dann sagen, das möchte ich, den kann man natürlich widersprechen. Machen tun sie es trotzdem. Also wenn die Polizeibeamten wirklich Anhaltspunkte dafür haben, dass es echt nach Alkohol riecht, dann können die ja natürlich mitnehmen. Und wenn man sich dem Ganzen dann irgendwie mit körperlicher Gewalt widersetzt, dann können die das Ganze auch mit dem sogenannten unmittelbaren Zwang durchsetzen. Das heißt, die können dann einpacken, mitnehmen, festhalten, die Blutentnahme durch den Arzt durchführen und dann ist das Ganze auch passiert. Das kann man natürlich vermeiden. Man kann sagen, ich widerspreche das, ich möchte das nicht, muss es jedoch über sich ergehen lassen. Das können die Polizeibeamten auch relativ einfach. Die müssen nicht mehr so, wie es ganz, ganz früher mal war, einen richterlichen Beschluss haben, damit die eine Blutentnahme durch den Arzt anordnen können, sondern das können die eigentlich auch schon in Eigenregie machen, weil man sagt, gerade bei Alkohol aufgrund der relativ schnellen Abbauprozesses im Blut müssen die Polizeibeamten schnell reagieren, da sonst ein Beweismittelverlust droht. Und für alle die meine übrigen Videos gesehen haben, die wissen genau, welches Stichwort jetzt kommt, nämlich Gefahr im Verzug. Bei Gefahr im Verzug, nämlich gerade der drohende Beweismittelverlust, können die Polizeibeamten die Blutentnahme auch selbstständig anordnen und dann auch durchführen.
Das bedeutet, man kann da nicht anführen, ja, das muss vom Richter entschieden werden oder sowas, das ist Pustekuchen. Bei Alkohol im Blut ist es so, das wird relativ zügig abgebaut, ist dann vielleicht nicht mehr mit der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Wertes nachweisbar und dann können die Polizei das auch anordnen. Deswegen, wenn man was zu verbergen hat, mit auf die Wache muss man dann kommen. Vielleicht vergeht dann einige Zeit, auch bis der Arzt kommt. Der Körper hat möglicherweise wieder was abgebaut und dann bei der Blutnahme kommt ein geringerer Wert raus als das, was man letzten oder als unter dem Wert man letzten Endes dann auch das Kraftfahrzeug geführt hat. Gleiches gilt vor Ort mit diesem Finger-Finger-Test, Finger-Nase-Test. Ich weiß, da gibt es ja die aberwitzigsten Tests, habe ich auch schon in irgendwelchen Reportagen gesehen. Ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst weder einen Finger-Finger-Test, noch einen Finger-Nasen-Test, noch auf einem Bein hüpfen oder einen Kopfstand machen, das alles nicht. Ihr seid nur dazu verpflichtet, eure Personalien preiszugeben und darüber hinaus absolut nichts. Die Polizeibeamten versuchen einen dann selbstverständlich in Gespräche zu verwickeln. Natürlich, das sind geschulte Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, nennen sie sich ja auch. Das sind geschulte Ermittler, die wissen natürlich, wie die einen in irgendein Smalltalk-Gespräch verwickeln. Und daraus können die natürlich auch Informationen saugen. Sei es zum Beispiel, ja, wo kommt es denn her, vom Geburtstag oder sowas? Dann sagt er, ja, hier, der Carsten, der hat der Geburtstag 18 geworden. Und dann sagt man nochmal ein, zwei Sätze so nebenbei. Und schwuppdiwupp findet man in der Akte einen Aktenvermerk, in dem die Polizeibeamten vielleicht geschrieben haben, es hat über belanglose Themen ein Gespräch stattgefunden, er sprach mit lallender Stimme. Und dann hat man auch wieder ein weiteres Indiz. Also man sollte tatsächlich hingehen und einfach schweigen. Das ist euer Recht. Und das nochmal für alle die jetzt denken, ja, wenn ich nichts sage, dann ist das ja für mich zum Nachteil. Nein, die Selbstbelastungsfreiheit ist eine wirkliche Freiheit und darf einem niemals unter gar keinen Umständen zum Nachteil ausgelegt werden. Natürlich sagen die Polizeibeamten zu euch, ja, wenn du was genommen hast, dann gib das dir zu, dann wird das nicht so eine hohe Strafe beim Gericht oder sowas oder dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Selbstverständlich machen, das sind Ermittler, natürlich. Aber da muss man dann standhaft bleiben und einfach sagen, ich habe schon gesagt, ich möchte keine Angaben machen und dann einfach schweigen. Meine Mandanten rufen mich dann häufig an und sehr, sehr häufig ist es so, dass ich dann vor Ort noch am Telefon die Korrespondenz mit den Polizeibeamten übernehme, mir dann anhöre, wie die gerade auf das und das kommen, warum der möglicherweise irgendwas eingenommen hat oder nicht, der Mandant. Aber dann rate ich auch immer meinen Jungs oder auch meinen Mädels, schweigt, denn Schweigen ist Gold. Genauso verhält es sich beim Drogentest, also auch diesen Urintest, der ist auch freiwillig, auch den müsst ihr nicht abgeben. Das nur einmal kurz zur Klarstellung. Was aber nicht geht und was absolut rechtswidrig ist, ist, wenn die Polizeibeamten sagen, mach mal Kofferraum auf, wir müssen jetzt mal reingucken. Müssen die nicht. Wollen die natürlich, klar, aber dann, gerade in dem Punkt, müsst ihr euch auf euer Recht berufen und sagen, nee, das mache ich nicht, ich widerspreche dem Ganzen hier. Sie brauchen für die Durchsuchung jetzt hier einen Verdacht. Und den haben Sie nicht. Zumindest haben Sie mir den nicht eröffnet. Wenn Sie den doch haben, dann eröffnen Sie mir bitte diesen Verdacht. Das wäre natürlich jetzt die Antwort eines Strafverteidigers, der das seit Jahren macht. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht möglich, dass die Polizeibeamten einfach so anfangen, euer Auto zu durchsuchen. Dem müsst ihr widersprechen. Man kann natürlich, wenn man absolut nichts zu verbergen hat und keine Drogen oder Ähnliches im Auto aufzufinden sind, kann man natürlich sagen, ja komm, wir können da eben reingucken, kein Problem. Aber das muss man nicht. Man hat Rechte, diese Rechte erkläre ich euch ja gerade in meinen Videos und deswegen müsst ihr dem Ganzen nicht zustimmen. Wenn es dann soweit ist und ihr die Polizeibeamten schon in euer Auto habt gucken lassen und die dann meinetwegen Drogen finden, dann kann ich euch jetzt schon sagen, auch aus Strafverteidigersicht, dann ist das Kind schon fast im Brunnen gefallen. Also wenn die Polizeibeamten sagen, dürfen wir mal in den Kofferraum gucken und ihr seid unsicher und sagt dann, ja okay, wir gucken rein, finden was, ja dann habt ihr der Durchsuchung ja zugestimmt. Deswegen merkt euch das bitte, ihr habt das Recht, der ganzen Sache zu widersprechen. Ihr müsst da nicht dran mitwirken und ihr könnt da auch auf euer Recht der, ich sag's nochmal, Selbstbelastungsfreiheit immer wieder zurückgreifen und sagen, nee, hier wiege ich jetzt nicht mit und die Polizeibeamten müssen dann den Rest machen. Vergisst nicht, auch die Polizeibeamten, die wollen möglichst schnell fertig werden. Und wenn ihr wirklich nichts zu verbergen habt, lasst sie reingucken, ansonsten widersprecht der ganzen Maßnahme. Jetzt denkt man natürlich weiter und überlegt sich, ja gut, Polizeibeamte sind ans Auto herangetreten, ich habe gesagt, ich mache keine Angaben, ich möchte mich hier selber belasten. Dann sagen die Polizeibeamten, wir gucken jetzt ins Auto, dann sagt ihr, nee, der ganzen Sache widerspreche ich jetzt auch und dann machen die Polizeibeamten das trotzdem. Kann natürlich passieren. Absolut falsch wäre es dann natürlich auszusteigen und sich mit dem Polizeibeamten zu prügeln oder ähnliches. Ja? Also wir haben natürlich kein Faustrecht, jedoch solltet ihr dann auf ein Durchsuchungs- und Sicherstellungsprotokoll bestehen. Dann müssen die dort auch reinschreiben, aufgrund welchen Gesetzesverstoß die jetzt gerade das Auto durchsuchen. Und das bietet euch dann danach die Möglichkeit, in Beschwerde zu gehen und dann vielleicht möglicherweise diese Beschwerde zu gewinnen. Und wenn die was finden, ist das vielleicht unverwertbar. Ich kann euch nur ans Herz legen, dass wenn man
möglicherweise sowas hat, kontaktiert am besten noch vor Ort einen Rechtsanwalt, einen Strafverteidiger. Also ich habe es ja gerade gesagt, meine Jungs rufen mich dann an und ich übernehme dann die Korrespondenz. Das klappt natürlich nicht immer, jedoch kann man als Strafverteidiger natürlich so ein bisschen mehr darauf hinwirken, dass man jetzt davon Abstand nimmt, das Auto zu durchsuchen, weil, wie gesagt, so einfach geht es nicht. Und indem man dann auf ein Durchsuchungsprotokoll besteht, hat man im Anschluss daran die Möglichkeit, in eine Beschwerde zu gehen und das dann durch das Gericht überprüfen zu lassen, war das, was gerade passiert ist, richtig oder nicht. Jedoch, wenn die Polizeibeamten und ihr das dann eskalieren lasst, verhindern kann man es nicht. Man kann auf sein Recht bestehen, ob es in der Praxis wirkt oder nicht, ist eine andere Sache. Jedoch hat man dieses Recht und merkt euch das bitte. Das war jetzt ein kleiner Überblick zu dieser unglaublich spannenden Problematik, Verhalten bei einer Verkehrskontrolle. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, weil es mir so wichtig ist. Schweigen ist Gold. Also sobald ihr Beschuldigte seid, sobald ihr etwas falsch gemacht habt, müsst ihr keine Angaben mehr dazu machen. Ihr könnt schweigen. Ein Atemalkoholtest, einer Urinkontrolle oder Finger-Finger-Test, diese ganz üblichen Geschichten, dazu seid ihr nicht verpflichtet, das mitzumachen. Ihr seid auch nicht verpflichtet, euer Auto aufzumachen und dem Beamten zu ermöglichen, dieses zu durchsuchen. Ihr könnt auch dieser Durchsuchung widersprechen, weil dafür braucht man den Anfangsverdacht einer Straftat. Merkt euch das bitte und seid euch eurer Rechte bewusst. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick darüber geben, wie man sich verhalten muss. Das Thema ist unglaublich komplex. Also wenn ihr dazu noch detaillierte Fragen habt zu Einzelfällen, schreibt die bitte in die Kommentare. Ich freue mich drauf, ich greife die auf und vielleicht können wir dazu, wenn wir eine Menge gesammelt haben, in einem separaten Video nochmal drauf eingehen. Ansonsten natürlich auch auf Instagram beantworte ich die Fragen und die Feedbacks, die ihr mir gebt. Ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Video.